ThoughtWorks ist vor über 20 Jahren in Chicago von Roy Singham gegründet worden und seit 2010 hat ThoughtWorks auch eine deutsche GmbH. Wir entwickeln Software im Kundenauftrag, Individualsoftware, und lösen damit ambitionierte Probleme, Projekte unserer Kunden. Dabei stellen wir uns inzwischen immer mehr nicht nur die Frage, benutzen wir Java, Clojure oder Scala, sondern auch, mit welchen Technologien können wir Software über den Computer und das Smartphone hinaus in die Welt der Benutzer integrieren. Die XConf und andere Veranstaltungen dieser Art helfen uns immer wieder, in den direkten Kontakt mit anderen Techies zu kommen und pushen uns auch, uns immer wieder mit den aktuellen Technologietrends auseinanderzusetzen. Unsere Kunden kommen aus allen Sektoren und unsere Mission ist es, wir wollen die Softwareentwicklung revolutionieren und dazu beitragen, dass wir zu einer sozial gerechteren Welt kommen. DFI steht für Defending the Free Internet und in ThoughtWorks sind das eigentlich zwei Projekte. Das eine Projekt ist mehr auf der Policy-Ebene und beschäftigt sich mit Internet Governance. Das andere Projekt nennt sich Pixelated und ist ein technisches Projekt, das sich mit einer neuen E-Mail-Lösung beschäftigt. E-Mail soll sicherer werden. Das Pixelated-Team ist nicht nur in Deutschland, sondern auch in Brasilien. Und deswegen haben wir unser Stand-up am Nachmittag. Ja. Wir haben eine lockere Arbeitsatmosphäre, selbst wenn der Kunde dabei ist. Es ist toll, bei ThoughtWorks zu arbeiten, aufgrund der tollen Kollegen. Das ist das, was uns, denke ich, von anderen Unternehmen unterscheidet. Die Mitarbeiter sind halt das, was uns besonders macht.